So, hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Heart Gold. In der letzten Folge haben wir die Safari-Zone erkundet. Und in dieser Folge, denke ich, sollten wir uns mal so langsam zum letzten unerkundeten Areal aufmachen. Silberberg. Aber bevor wir da hingehen, fliegen wir mal zum Indigo-Plateau. Die Sache ist, an diesem Silberberg wird uns am Ende ja Rot erwarten. Und der hat halt Pokémon auf Level 80. das ist nicht Level 80. Und könnte uns unter Umständen Probleme machen. Ich denke, wir schauen uns jetzt nochmal in der Zwischenzeit die Rematches der Pokémon-Liga an. Da können wir nämlich auch nochmal ein bisschen Level farmen. Wir haben keine. Doch, wir haben Beleber. Okay, ich denke, das reicht. Gut. Gehen wir einfach rein. Ja. Da wollen wir durch. Gut. Gehen wir rein. Ich denke, die sollten uns ja keine Probleme machen. Das Einzige, was uns Probleme machen könnte, ist halt, der Champ. Wir haben halt jetzt auch echt gar nichts mehr gegen die, naja, okay, macht ja nichts. Wenn wir nichts gegen die Psycho-Pokémon haben, dann werden wir halt einfach so kämpfen. Gegen Willi zunächst mal. Okay. Im Rematch, wo jeder dann 6 Pokémon hat, ein bisschen höher vom Level und nicht mehr auf Kanto und Johto beschränkt. Zum Beispiel Bronzong, was sich sehr gut trifft übrigens. Denn Feulix hat da den kleinen Vorteil, dass es Flammenwurf kann. Und Bronzong den kleinen Nachteil, dass es Stahl ist. Meine Nase ist gerade ein bisschen zu übrigens. Naja, macht ja nichts. Oh, komm schon. Reflektor, na gut, das ist nicht so wichtig. Ach so, ja klar, die haben ja Top-Genesung. Natürlich. Naja, egal. Kassiert's halt ein bisschen öfter. Oh. Okay, das macht jetzt irgendwie keinen Schaden mehr. Na gut. Probieren wir es trotzdem. Ich denke, es brennt noch zu Tode. Hoffe ich. Nein. Okay. Ah, meine Attacke ist ernsthaft daneben gegangen. Oh mein Gott. Na gut, es wird ja trotzdem zu Tode brennen. Aber wir haben halt schon wieder so viel Schaden kassiert. Oh Mann. So, Groink als nächstes. Nehmen wir mal den Vogel. Bei Groink habe ich nämlich ehrlich gesagt auch keine Ahnung, was das Ding für eine Schwäche hat, außer die ganz normalen Psychoschwächen. Deswegen werde ich einfach. Alter Leute, das geht doch nicht. Warum geht denn jetzt alles daneben? Autsch. Und wir haben eine Schwäche. Okay, dann nicht. Dann nicht. Und eben Sleeperino. So. Damit die Juwelenkraft möglichst wenig Schaden macht. Warte. Ach, wir sind ja auch Typflug. ich hasse es. Okay. Kaskade. Ganz vergessen. Okay, wir haben erstaunlich mehr Probleme, als ich erwartet habe. So. Dann halt Blümchen. Ich meine, wir können die XP auch 5-mal aufteilen.
Halleluja. Alter Willi. Als ob du das vorhergesehen hast. Ey, langsam fühle ich mich verarscht. Als ob er das vorhergesehen hat. What the fuck? Und die sind auch alle schneller. Das ist doch nicht wahr. Na gut, danach werden wir viel heilen müssen. Gardevoir. Ja, können wir eigentlich hier bleiben? Die haben jetzt alle keine normalen Schwächen. Also, was heißt keine normalen Schwächen? Die haben jetzt alle keine Schwächen, die uns betreffen. Sag mal, könnt ihr denn nur Attacken, die effektiv sind auf mich? What the fuck? Och, komm. Alter. Vogel. Holy fuck. Gedankengut, okay. Spezialangriff, Spezialverteidigung. Dann fliegen wir. Und ich hoffe, es reicht. Aber wahrscheinlich nicht. Doch, okay, gut. So, kann er auch noch normale Pokémon spielen? Rosana. Na, guck mal, das ist doch ein normales Pokémon. Wir sind doch bestimmt schneller als Rosana, oder? Hoffe ich zumindest. Na komm, lass es reichen, bitte. Danke. Gut, haben wir Rosana auch. Lamus als nächstes. Ja, da haben wir jetzt natürlich wieder viel Auswahl. Das heißt, wir kämpfen mal mit L. Jackson. Fuck. Ja, da haben wir echt viel Auswahl. Okay, wenigstens macht die Psychokinese ganz ordentlich Schaden. Was macht der Eisstrahl? Nicht viel, okay. Und nochmal Fluch, na geil. So, Psychokinese. Gut, wenigstens reicht sie. Haben wir Lamus. Und Xatu, ja. Müssen wir wohl auf L. Jackson bleiben. Weil ich nicht noch mehr Pokémon wiederbeleben möchte. Gut. Die sind tot. Gut. Das hat mich mehr kaputt gemacht, als ich geglaubt habe. Das heißt, wir können jetzt wieder 5 Milliarden Pokémon heilen. Alter. Ist ja nervig. Und 2 wiederbeleben. Ich hätte mir doch noch Hypertränke kaufen sollen. Merk schon. Naja, ich habe ja noch ein paar Top-Genesungen.
Und... Ach so, falsche Taste. Dann, wo sind die Beleber? Da. Das ist aber auch genau in dem Moment, auch Psychokinese einsetzt und so eine Scheiße. Es ist echt schlimm. Gut, dann haben wir noch zweimal Limonade. Die können wir auch noch hernehmen, hier. Für so kleinere Sachen habe ich die ja gekauft. Perfekt, 74 Punkte und Blümchen einmal noch. Gut, sehr gut. Dann gehen wir mal weiter. Alter, manchmal. Die haben halt auch alle eine Psychoschwäche, ne? Egal, wir bleiben jetzt mal auf Felix. Und probieren's. Skunk Tank. Okay, ich habe keine Ahnung, ob das Ding irgendwelche besonderen Schwächen hat. Ich setze jetzt einfach mal Feuersturm ein. Mal gucken. Okay, und das setzt Toxin ein. Naja, herzlichen Dank. Gut, einmal Flammenwurf. Gut, wenigstens reicht's. Und wir sind vergiftet. Ach, ist das ätzend. Toxiquark. Probieren wir mal Sleeperino. Ich habe auch die Typen überhaupt nicht im Kopf von den ganzen Viechern. Trockenheit, okay. Das heißt, ich kann, wobei ich kann Eiszahn einsetzen, theoretisch. Wird wahrscheinlich bloß nicht viel Schaden machen, ne. Okay, dann Drachentanz. Natürlich. Na gut. Oh, sehr, sehr nice. Okay, ich hoffe, es reicht. Wahrscheinlich noch nicht. Aber hey, man wird ja wohl noch träumen dürfen. Ja, sag ich ja ganz knapp. Mülltreffer. Au. Das setzt natürlich Top-Genesung ein. Ach Mann. So, ich hoffe bloß Eiszahn macht jetzt mehr als die Hälfte des Lebens. Ja, okay, sehr schön. Und sogar gefroren. Okay, das kann ich nutzen. Dann setze ich nochmal Drachentanz ein. Gut. Und bring's um. Das ist sehr nice. Das heißt, wir sind jetzt sehr schnell und machen sehr viel Schaden. X-Bart. So, jetzt ist natürlich die Frage, ob wir schneller sind als X-Bart. Auf Level 64. Ja, sind wir. Nice. Gut, das dürfte ihm jetzt wehtun. Ja, das hat wehgetan. Gut. Na, das läuft doch schon mal ein bisschen besser. Schluck weg. Ist mir jetzt eigentlich egal. Ich gehe jetzt einfach drauf. Schluck weg. Ist auch so ein komisches Pokémon. Da war jemand beim Design unglaublich kreativ. So. Das reicht.
für einen One-Hit? Ja, nice. Wir machen halt mittlerweile einfach so viel Schaden. Dafür ist der Drachentanz gut und er hat mich ja nochmal extra geboostet. Ich weiß gar nicht, ob das noch Typ Flug hatte. Ich setze jetzt trotzdem einfach mal Kaskade ein. Weil wir, glaube ich, gerade ganz gut Schaden machen. Ja. Gut, was ist das letzte? Slimog. Oh, weißt du was? Das mache ich auch noch kaputt. Und wenn das jetzt noch One-Hit-KO ist, dann lief die Runde erstaunlich gut. Krass. Gut, wir machen Schaden. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Gut, dann brauchen wir einmal eine Giftheilung. Oh, warte, wir haben Gegengift sogar. Sehr gut. Und einmal eine Limonade. So. Perfekt. Sleeperino war unser Star heute. Gut, gegen Kampf-Pokémon. Naja, wir werden jetzt trotzdem mal anfangen mit unserem Feuer-Pokémon. Er hat ja ein Lucario, vielleicht haben wir Glück. Wobei ich glaube, das kommt erst später. Ja, erst kommt Capoeira. Okay, aber das macht nichts. Hm, macht wohl was. Okay, gut, wenn er Konter einsetzt, macht's doch nichts. Konter sollte ja bei Feuersturm auch nicht funktionieren. Oh, sehr schön unverbrannt. Oh, okay. Das war's mit Feulix zu 99%. Es ist tot. Nein. Okay. Gut, dann nicht. Dann nicht. Bin stolz auf Feulix. Nice. Einmal ein totes Capoeira. Und als nächstes kommt Machomai. Gut. Ich glaube, wir probieren es jetzt mal mit Blümchen. So. Weil wir haben zumindest die Resistenzen gegen Machomai. Es sei denn, das Ding kann wieder irgendwas wie Eishieb oder Feuerschlag, dann hasse ich es natürlich einfach. Aber Schlafpuder ging schon mal raus. Das beruhigt mich soweit. So, dann einmal Blättersturm. Weil Machomai ist, glaube ich, so ziemlich das Gefährlichste, was er hat. Deswegen möchte ich das recht schnell loswerden. Nach Möglichkeit. So, Laubklinge. Ah, oh, natürlich. Jetzt wird ein Top-Genesung kommen. Natürlich. Das dachte ich mir fast. Fuck, fuck, fuck. Die Frage ist jetzt natürlich, ob unser Schlafpuder nochmal trifft. Ja, sehr schön. Ah, manchmal braucht man auch ein bisschen Glück. So, jetzt muss es bloß schön schlafen und nicht aufwachen. Dann wäre alles perfekt. Sehr schön. Gut. So viel zu Machomai. Dann haben wir seine Top-Genesung auch gut rausgekriegt. Wunderbar.
Weekly. Oh, weißt du was? Gerade läuft's doch eh ganz gut. Natürlich kannst du Feuerfeger. Irgendwas musste es ja können. Die Frage ist, ob das reicht. Ach, Blümchen. Ein bisschen. Bisschen Durchhaltevermögen. Na gut, fliegen wir. Ich hoffe, es reicht. Ja, schön. So, als nächstes kommt gleich ein Nocturne, da kämpfen wir weiter. Und fliegen gleich nochmal weg. Ach komm, echt Delegator? Na gut. Macht dem ja auch Schaden. Und der Delegator sollte eigentlich direkt weg sein. Ja, gut. Aber wir kassieren natürlich brutalst. Naja, gut, das geht sogar. Dafür, dass er jetzt nochmal seine Verteidigung gesenkt hat. Von mir aus. Solange er jetzt nicht nochmal Delegator einsetzt. Nein, okay, gut. So, mit gesenkter Verteidigung sind unsere Chancen ja nicht schlecht, dass es killt. Ja, gut. Dann haben wir Lucario. Da kämpfen wir auch weiter, weil das Ding hat eine Bodenschwäche. Und eine Feuerschwäche. Eigentlich ist es schwach auf alles. Was wir zurzeit zu bieten haben. Die Frage ist natürlich, ob es reicht. Nö. Okay, wir sind tot. Gegen den Konter werden wir wahrscheinlich nicht viel entgegenzusetzen haben. Nein. Das war klar. Felix. Lucario ist ja auch ein Stahltyp. Oh, und das ist schneller als wir. Okay, dann brauchen wir wieder drei Beleber. Geil. Nicht geil. Och, komm. Wie nervig. Okay, Schrotti können wir nicht einwechseln. Fuck. Hätte ich natürlich wissen können, dass das Ding schneller ist. So, verreck. Und als nächstes Hariyama. Na gut, kämpfen wir weiter. Kaskadieren wir es weg. Protzer, Angriff und Verteidigung. Okay. Wie viel macht ein Surfer? Nicht viel. Okay. Und das hat noch irgendeine Heilbeere dabei. Na gut. Alter, das ist doch nicht sehr effektiv. Was ist denn los? Na gut, dann müssen wir halt vier Pokémon wiederbeleben danach. Ach komm. Ah, oh, es schreckt zurück. Sehr gut. Wie, jetzt noch ein Top-Genesung? Ach komm, das ist doch ein Witz. Ich dachte, die benutzen nur eins. Oh, Leute. Na gut. Ajaxen. Weil noch ein Fußkick überlebe ich nicht.
Ernsthaft. Als würde er es herausahnen, was als nächstes kommt. Ey, weh, du stirbst. What the fuck? Jetzt verreck einfach. Ist ja ein Witz. Ah, Mann. Das wird ja geil gegen den Champ am Schluss. Gut. Dann werden wir am Schluss noch unsere Beleber wieder verschwenden. Oh Mann. So, einmal. Zweimal. Und dreimal. Und dann dürfen wir noch ganz viele Hypertränke benutzen. Einmal. Zweimal. Dann dreimal. Dann viermal. Und fünfmal. Gut. Dann würde ich sagen, was ist für diesen Part von Pokémon Heart Gold? Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Und wir werden im nächsten Part die restliche Top 4 zerlegen. Und den Champ, hoffentlich, wenn wir nicht davor alle sterben. Haha, ich freue mich schon auf Rot. Na gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.